So. Erstmal was mit Nudeln kochen. Alex. Lass mich raten, Mist. Wir liegen wieder unter dem Mindestwert. Wenn wir den Mindestwert bis zum Ende des Tages nicht neu erreichen. Ich muss jetzt eh wieder Lachs oder Forelle machen. Nee. Gibt's auch noch mal was anderes hier? Bei dir gibt's immer nur Fisch. Warte, ich mach was Neues. Ich kaufe uns ein neues Gericht. So. Was wollen wir denn? Worauf hast du denn Hunger? Hier, such dir was aus. Hier. Oh, das sieht da. Nee, nicht schon wieder Fisch. Was ist das in der Mitte da? Das hier? Rinderfilet. Das, ja, Rinderfilet ist doch nicht. Können wir nicht machen. Warum können wir das nicht machen? Hä? Weil wir wahrscheinlich noch zu schlecht dafür sind. Na, wir haben aber 51. Ist so laut. Oh. Ich kümmere mich drum. Egal, wir müssen noch mehr Fisch machen. Hier, so. Frau, fang an zu kochen. Du musst an dem Fernseher dran. Mit der Maus. Ich komm da gar nicht dran. Na, ich hol die hoch, das. Aber ich will nicht wieder dasselbe machen. Das ist doch langweilig. Vielleicht gibt's ja was anderes. Wie kann ich das hier? Ist das dein Ernst? Was? Da ist ein Riesenfeld, wo Reinigungsphase überspringen steht und du drückst überall herum. Okay, mach okay. Krass, hast du viel geschafft. Wähle deine Fähigkeit. So. Wir nehmen hier. So. Tag 7. Jetzt geht's rund. In einer Stunde werden wir öfter. Warum guckt ihr die Decke an? Nutzen Sie die Zeit, um sich auf die Arbeit vorzubereiten. Bereite dich vor. Was soll ich mich jetzt eine Stunde auf die Arbeit vorbereiten? Gehst du alles sauber? Hast dann du drück auf. Da liegt was. Was ist das? Salz. Das muss man da hinstellen. Zack. So, dann gehen wir an den Fernseher und überspringen wir. Ah! Was? Schweinekoteletts mit Bratkartoffeln! Wahnsinn. Ja, das hattest du auch schon mal, oder? Nein. Na klar, hattest du das schon mal. Ich hatte noch nicht Schweinekoteletts. Doch. Nein. Ach, okay. So. So. Du musst Schweinekoteletts 200 machen. 200 Gramm. Boah, guck mal, da unten ist ein Kotelett drin. Du hattest das schon mal. So. Soll ich das da drauflegen? Ich weiß es nicht, du bist der Koch. Du kannst auch einfach den Fernseher links aktivieren, ne? Ach so. Ah ja. Ey Mann, ich hab echt keine Ahnung. So, was? Salz, Pfeffer und Thymian. 4 Salz. Salz? Also ich finde, hätte man ja eigentlich spannend, ne? Wieso? Du bist eine gute Köchin. So. Thymian bei 6, ne? Ja. Okay. Was jetzt? Ah, lecker Kotelett, Leute, ne? Hätte jetzt auch Bock drauf, ey. Hat so Bock auf ein richtig geiles Kotelett jetzt, ne? Oh Scheiße! Hast du zu viel Pfeffer drauf gemacht? Kann man den Pfeffer wieder runter machen? Hey, wie willst du das denn machen? Mit einer Gabel? Hey, wieso habe ich jetzt. 4 Gramm? Ah, ne, okay, alles gut. Oh, ich dachte, weil da stand gerade 8. Egal. Hä? Hey? Ja, das haben die geändert jetzt gerade eben. Ich bin doch nicht blöd, aber egal. Nicht? Sonnenblumenöl muss in eine Pfanne. Das ist nicht meine Stärke. 30 Milliliter. Guck mal, da steht noch der letzte Sonnenblumenöl in deinem Topf. Das ist nicht meine Stärke. Ist das Sonnenblumenöl? 30. Ne? 30 Milliliter. Der Kühlschrank ist übrigens die ganze Zeit auf, ne? Wie geht das nochmal? Achso. Boah, einfach über den Ofen, Alter. Das gibt gleich eine Explosion. Hier noch 2, ne? Ja. Ich vergesse das immer, wie das geht mit dem Kippen. Langsam, langsam mit Gefühl. Ja, boah, ey! Wahnsinn. So. So, mach die Platte an. Schweinekoteletts muss dann da reinlegen. Und auf jeder Seite 90 Sekunden. Das heißt, du musst wieder mit dem Pfannwender arbeiten. Oh nein. Was hast du gemacht? Warte, ich kann damit nicht umgehen mit diesem scheiß Öl. Was hast du gemacht? Ich weiß es nicht.
Warum liegt das alles am Boden? Ich habe eine Sekunde nicht hingeguckt. Ich hab's fast verpasst. 30. Die falsche Herdplatte ist auch an. Ach so, wo sehe ich das? Ach da. Oh, oh mein Gott! Pass auf! Okay, Concentration. Also das Öl kann wieder weg. Einfach auf den Boden damit, kein Thema. Jetzt, so, wenn das ordnungsam kommt. Einfach in das Regal, kein Thema. 30. Ja. Noch 3. Oh! So. Punktlandung! Jetzt sag mir mal bitte, wie ich das Kotelett da reinkriege. Das was? Das Kotelett. So, einfach da rein. Ja. Was habe ich denn gerade anders gemacht? Weiß ich nicht. Du hast die ganze Pfanne wahrscheinlich umgeschmissen. 90 Sekunden. Du musst den Pfannenwender mitnehmen, ne? Bratkartoffeln. Pfannenwender. Ja, ich, das kann doch jetzt erstmal da kurz braten. Schneide Kartoffeln in Stücke. Gramm. Ich sage euch, das Kotelett wird anbrennen. Warte, ich lege erstmal die Kartoffeln hier hin und dann gehe ich mal gucken. Okay, wie viele Kartoffeln brauchst du denn? 2. Salz würzen? Ja, ich habe mir das kurz durchgelegt. Ich gucke ja erstmal, wie es da aussieht. Schaffst du. Ich muss den Pfannenwender holen. Komm doch, brauchst du ja noch einen. Was braucht denn noch? Ja, das wird das machen. Okay. Würzen mit Salz. 6. Jede Kartoffel mit 6 Gramm? Ja. Echt? Weiß ich nicht. Gehe ich von aus. Wirklich? Wirklich jetzt? Ich weiß nicht! Nein! Jetzt hab ich's. Oh, Dennis! Du hast mir das falsch gesagt. Jetzt hab ich nicht 7. Jetzt krieg ich gleich wieder gesagt, das ist okay. Ups. Du musst jetzt wenden, ne? Ja. So, jetzt. Wie geht das? Scheiße! Dennis, wie geht das? Wie krieg ich das? Es war wieder den Pfannenwender gerade drehen. Mir fällt das gleich runter. Mach drehen du mal. Ist egal, ist ein bisschen Schmund. Pfannenwender richtig drehen. Ja, so. So, wie nehme ich das jetzt wieder ab? So, ja. Ah, okay. Der macht es nicht darüber. Muss er schon da rein tun. Wie soll das gehen? Wie kriege ich die... Geh doch einfach näher an den Ofen, Alter. Ach so, okay, jetzt. Boah. Wow, ich hab's geschafft. Okay. Da kommt er dreimal in Öl reingetunkt alles. So, bei dir, Kartoffeln. Deswegen essen wir so oft auswärts, weil dein Essen immer so lecker schmeckt. Ja, genau. So, Kartoffeln in Stücke schneiden. Leute, das ist euer Essen, ne? Chat, das ist alles euer Essen. Und YouTube-Publikum. Wenn das, was hast du jetzt gemacht? Geht das da hinten jetzt schon als ein Stück? Weiß ich nicht. Warum, was Scheiße. Machst du? Ich denk doch logisch. Du schneidest doch... Was? Was soll ich das jetzt... Ich hab doch jetzt 6 Schmeiß Stücke, weg oder? In dem neuen. Ich glaube, ich hab jetzt 6 Stücke, oder? Weiß ich nicht. Weil dann lass ich es nämlich so, weil ich brauch ja 50 Stücke. Warte mal, das geht doch nicht, ja. Das eine ist doch kein Stück. Auf das Backblech legen. Wo ist das Backblech? Ich glaube, das ist explodiert letztes. Oder oh, der Kühlschrank ist. Wo ist das Backblech? Ist das das Backblech? Das ist eine Tür. Ja, links, links. Rechts. Rechts, geradeaus. Ah, das ist im anderen Ofen unten drin, da. Ja. Warte, ich guck mal kurz, wo ist hier das Backblech? Die kenne ich. Ja, wo ist mein Pfanne? Aber was, warte, ich brauche einen Teller. Einfach drauf, ich kann den was. Ist fertig? Ja. Ja. Okay. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Doch, das sieht ein bisschen schimmelig aus. Das sieht echt, das sieht aber nicht gut aus, ey. Okay. Ja, gut. Wie darf ich das weg? Mittlere Maustaste. Okay. Backblech.
Ich musste die Kartoffeln auf dem Backblech tun? Steht doch da. Ja. Okay, musst du backen, 18 Sekunden. Bin dir zählt. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Was ist jetzt? Boah, diese Steuerung macht mich fertig. Das ist doch kein Stück, Alex. Doch. So. Derjenige, der das kriegt, ey, der macht Diät. Okay. Zu? So. Okay. 80 Sekunden lang. Ist der Ofen an? Nee. So, jetzt müssen wir 80 Sekunden warten, ne? Ja. Jetzt immer was aus deinem Leben. Ja, doch. Würdest du, wenn du die Chance hast, zu einem Rammstein-Konzert gehen? Ich glaube nicht. Ist nicht so meine Musik. Nee, ich auch nicht. Obwohl ich die Show krass finde, glaube ich. Die Show ist, glaube ich, echt fett, aber ist nicht so meine Musik. Nee, also ich. We are living in the. Ich gehe ja wirklich auf alle Konzerte, ne? Ich war ja alle? Auch, ja, also ich war. Warst du auch bei Bernhard Brink? Nee, aber bei Helene Fischer war ich zum Beispiel. Boah. Aber, Farbenspiel! Na, wie das Lied nochmal? Ja, Farbenspiel durch die Nacht. Genau. Nee, aber ja. Rammstein ist auch nicht. Nee, kennst du ein Lied von Rammstein? Hier kommt die Sonne. Kennst du das? Ja. Oder kennst du? We are living in America. America is. Hm. Wunderbar. Woran sehe ich, ob die fertig sind? 80 Sekunden zählen. Ja, der Zug ist abgefahren. Ich höre keinen Train-Simulator. Oh Mist, ich hab falschen Knopf gedrückt. Hä, woran sehe ich das, ob die fertig sind, Dennis? Weiß ich nicht. Erzählen müssen. Oh. Wie krieg ich das denn raus? Ja, näher ran. Ach so, ah okay, so noch nicht. Ach, schön. Ein sehr harmonisches Video oder Stream. So. Und auch wenn Sie mal Alex live erleben wollen, dann kommen Sie gerne vorbei auf twitch.tv. Oh, ist fertig. Okay, ist gut. Oh, guck mal, das sieht aber gut aus. Boah, das sieht echt gut. Boah, ich habe so Hunger, ne? Hey, ich bin noch extra eben. Was ist das denn? Ich bin noch extra eben zum Dings gegangen. So. Frau, jetzt mach mal. Guck mal, wie das bei dir aussieht in der Küche. Du lässt einmal den Ofen auf alles und das gammelige Steak da. Wer soll das denn essen, das Kotelett? Oh, das war knapp. Okay. Achso, die ist zu heiß. Wie geht das nochmal? Ich will auf! Muss ich wieder das Pfannending dann? Nein! Ja, den Pfannenwender brauchst du. Oh, hab ich den nie? Ach ja. Boah. Du hast eine Aufgabe. Eine einzige Aufgabe. Echt, ich fange gleich an zu weinen. Ich hasse es. So, ich freue mich schon auf das kleine Stück gleich. Da. Hey. So, wo ist der Rest? Hier. Guck mal, das ist auch Potato Wedges, hast du gemacht. Ja, drauf, wir haben da Kartoffeln, kein Thema. Oh Mann. Wo ist die Kartoffel? Ach, da. Oh, das ist das Film. Ja. Ach, Scheiße. Ey, das kannst du keinem zeigen, bitte. Das darfst du nicht hochladen. Die Kartoffel. Oh nein! Sie ist runtergefallen. Wo? Sie ist runtergefallen. Wo ist sie hingefallen? Sie ist in die Mitte gefallen. Nein! Doch. Die Kartoffel ist in der Mitte. Da. Wie krieg ich die? Was? Wie hast du das geschafft? Ich weiß es nicht. 5-Sekunden-Regel, komm. Wie komme ich jetzt? Wie, was für einen langen Arm soll der Mensch haben? Hallo, ich hole mal die Kartoffel. Wie soll ich denn jetzt da ducken? Die... Ach so. Da. Okay. Wie komme ich wieder hoch? Lecker Boden. Das ist echt anstrengend. Ne? Ich sag's dir. So, also der Kunde kriegt jetzt Essen verspätet, vergammelt und mit Dreck. Herzlich willkommen bei uns im Restaurant. So, ab, weg damit. Und irgendwo liegen noch Türen rum. Ja, da. So, jetzt musst du links draufdrücken, links. Ach so, hier. Okay, jetzt kommt deine Bewertung. Oh, und du musst auch das Lachssteak kochen. Nee, oh nee, nicht schon wieder den Lachs. Dann gib doch dem Mann doch erstmal ein Essen ab. Du hast gesagt, das ist Lachs. Oh no. Nein! Was? Das ist nicht dein Du hast
Was? Anstatt das richtige Essen ihm Lachs gegeben? Nein! Wir haben voll die Bewertung verloren. Du hast eine Aufgabe. Das sind zwei Punkte, die du drücken musst. Und du drückst auf Lachs. Du hast gesagt. Der hat in das Kotelett gebissen und gesagt, das ist Lachs. Oh nein. Restaurant ist geschlossen. Okay.